meine Freunde. Ja, heute habe ich euch wieder ein Rezept für alle Pasta-Liebhaber, alle, die wohl Nudeln genauso gern mögen wie ich, habe ich wieder ein ganz leckeres Rezept. Und zwar habe ich das erst bei unserem Mädelsabend gegessen und es war so, so lecker wieder. Genau das Richtige für uns Weibsen, einen schönen Salat dazu und fertig. Ja, und ich habe das Rezept bekommen und ich darf es verfilmen und ich zeige euch das jetzt. Und zwar habe ich mir jetzt als erstes 300 Gramm Spaghetti einmal in der Mitte durchgebrochen, dass sie nur noch halb so lang sind. Die habe ich mir jetzt ganz normal im Wasser bis fest abgekocht. Also ich habe sie wirklich 3-4 Minuten vorher raus, dass sie wirklich noch ordentlich Biss haben. Und dann machen wir uns jetzt auch schon die Soße. Und zwar brauchen wir als allererstes 60 Gramm Parmesan. Und zwar den geriebenen Parmesan. Entweder reibt ihr euch den selber oder ihr seid so faul wie ich und kauft ihn euch schon gerieben. 60 Gramm. Dann brauchen wir 300 Gramm Flüssigkeit. Da hat sie jetzt auch gesagt, von der Flüssigkeit ist ganz wichtig, dass wir 300 Gramm haben. Und zwar entweder macht ihr euch jetzt ein Gemisch aus Sahne und Milch oder ihr nehmt es nur Sahne oder ihr nehmt es nur Milch oder ihr nehmt es Creme Finée, einfach irgend sowas, dass wir 300 haben. Ich habe jetzt einen Becher Sahne hergenommen, also 200 Gramm Sahne und 100 Gramm habe ich dann mit Milch aufgefüllt. Das geht mal mit rein. Und 3 Eier kommen noch dazu. Das Ganze wird jetzt noch mit Salz und Pfeffer ein bisschen gewürzt. Einfach gleich Schnauze, ein bisschen würzen. Und das verrühren wir uns jetzt 15 Sekunden auf der Stufe 3. Da mache ich mir mal ein bisschen Platz da. Ja, und jetzt nehmen wir uns einfach so Speckwürfel oder Schinkenspeckwürfel. Ich habe mir jetzt wieder den mageren hergenommen und zwar 150 Gramm. Geben das jetzt auf diese gekochten Spaghetti drauf. Ja, Spaghetti Carbonara, Auflauf heißt der. Jetzt werden sich viele Italiener wieder aufregen. Och, das hat überhaupt nichts mit Spaghetti Carbonara zu tun. Stimmt vielleicht auch, aber ich nenne es einfach jetzt trotzdem so, weil sie es auch so genannt hat. Und das bleibt jetzt einfach so. So, die verteilen wir jetzt einfach ein bisschen. Dann kommt die Soße drauf. Ich habe jetzt 300 Gramm Nudeln hergenommen, weil uns das einfach wirklich langt für uns drei von der Menge. Ihr könnt natürlich auch die doppelte Menge machen mit 600 Gramm Nudeln. Da macht es einfach von der Soße auch das Doppelte. Weil Flüssigkeit braucht man auf jeden Fall, sonst wird es zu trocken. Und das war so was von lecker. So. Euch jetzt mal von der Nähe, wie es jetzt aussieht. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, ich tue mir die Speckwürfel noch ein bisschen umrühren, dass die sich noch ein bisschen verteilen und nicht bloß oben drauf liegen, glaube ich. Wichtig ist wirklich, dass ihr euch die Nudeln bissfest abkocht und nicht zu weich, weil das Ganze kommt ja noch in den Backofen. Nicht, dass es euch dann zu weich ist alles. Ich glaube, so lassen wir es. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, und obendrauf kommt natürlich nochmal ordentlich Käse. Und zwar hat sie zu mir auch gesagt, da gibt sie einfach den Käse drauf, was sie daheim hat. Bei ihr war jetzt wieder Parmesan war drauf und Mozzarella. Und so mache ich es jetzt auch, weil das habe ich absolut für perfekt empfunden. Und da streue ich jetzt einfach oben noch ein bisschen Parmesan drauf. Ja, Käse darf immer genug rauf, also bei mir. Und noch ein bisschen den geriebenen Mozzarella. Ja, ich decke mir das Ganze jetzt ab und warte bis heute Abend. Und dann schiebe ich es in den Backofen bei 180 Grad, so circa
20 Minuten ungefähr, das sieht man dann schon, wenn oben der Käse anfängt braun zu werden. Und dann hole ich euch natürlich wieder dazu und zeige euch, wie er fertig ausschaut. Und probieren natürlich mit euch, ob er genauso gut schmeckt wie bei ihr. Aber ich denke schon. Ja, dann sage ich bis später. So, gerade frisch aus dem Ofen raus. Schaut mal, so sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt bloß ein bisschen italienisch Kräuter oben drauf noch getan, dass es einfach von der Optik noch ein bisschen schöner aussieht. Ja, jetzt zeige ich es euch nochmal ganz genau oben. Also ihr braucht nicht Angst haben, dass euch oben die Nudeln irgendwie hart werden oder irgendwie so. Überhaupt nicht, durch den Käse eben ist es überhaupt nicht. Jetzt hole ich gleich mal was raus, dass ihr das seht, wie schön saftig und lecker das ist. Vor allem die Soße. Wir haben wirklich ausreichend Flüssigkeit drin. So, schaut mal, ist. Seht ihr das, wie das reintropft? Oh, ich sag's euch, das ist wieder was. Lecker, 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 lecker. Ich mach's gleich nochmal so her. Schaut mal, von der Flüssigkeit ist wirklich ausreichend drin. Und wie gesagt, ihr könnt gerne die doppelte Menge machen mit 600 Nudeln. Dann gibt es da einfach das Doppelte an Soße dazu. Ja, wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr es nachmachen würdet und mir dann einfach in die Kommentare unten schreibt, ob es euch genauso gut schmeckt wie uns, ob euch mein Ruckzuck-Filmchen heute wieder gefallen hat. Ihr findet mich ja auch auf Facebook unter Tami Manu, Tami Manus Gruppe. Da poste ich ja auch immer meine neuen Filmchen rein. Oder auf Instagram, Tami Manu, Tami_Manu. Da freue ich mich auch, wenn ihr mich verlinkt mit meinen Gerichten. Ja, jetzt hören wir auf zum Labern. Meine Männer haben Hunger. Ich sage tschüss, bis ganz, ganz bald. Rezept wie immer unten in der Infobox. Macht's gut, eure Tami Manu.